Bin ich gut zu verstehen, akustisch bis hinten? Wunderbar, vielen Dank. Ja, freue mich außerordentlich, heute Nachmittag Sie für circa eine Stunde unterhalten zu dürfen. Nicht erschrecken bei einer Stunde, ich hab Sie im Blick. Wenn ich mitkriege, dass das Gemurmel mit der Nebenperson zunimmt oder die Augenlider langsam zu sinken anfangen, es gibt Sollbruchstellen, da kann ich Schluss machen, da merken Sie gar nicht, dass es noch hätte weitergehen können. Vielleicht wundern Sie sich ein bisschen, warum Sie heute Nachmittag jemand hier über eine Stunde zu Honigbienen unterhalten soll, möchte. Es gibt eine ganze Menge von spannenden Gemeinsamkeiten zwischen den Arbeitsgebieten, die Sie vertreten und dem ich vertrete. Honigbienen, Völker sind extrem komplexe Organismen, Superorganismen, in die wir dann jetzt ein bisschen tiefer einsteigen werden. Und das ist ja auch die Materie, mit der Sie sich beschäftigen. Beides, also die IT-Welt und die Bienen, sind für die Menschheit unverzichtbar. Beide werden dringend gebraucht und benötigt. Beide sind durchaus auch mit Respekt zu behandeln, haben auch ihre Gefährdungsaspekte. Und wir wollen einfach mal gucken, wie es geht. Ich sehe zu, dass ich nicht die volle Stunde hier rede, dass am Ende noch ein bisschen Zeit ist, falls ja, eine Diskussion aufkommen sollte. Und wenn sich jemand später an was erinnert, das er gerne gefragt hätte oder vertieft informiert werden möchte, meine Adresse finden Sie im Internet und ich bin gerne bereit, da auch dann später nochmal mit Ihnen zu kommunizieren. Die Folien habe ich hier, wie Sie sehen, nicht auf Deutsch gemacht, aber ich rede Deutsch. Also ein Kompromiss gefunden, weil es ja hier auch einige, denke ich, nicht deutschsprachige Gäste gibt, aber die Mehrheit doch deutschsprachig sind. Also vielleicht kommen wir so am besten hin. Ja, Honigbienen, Superorganismen, möchte ich zunächst mal, und ich gehe davon aus, dass die meisten, die hier sitzen, von Bienen genauso wenig verstehen, wie ich von IT verstehe. Deswegen also einige sehr elementare Dinge immer wieder einflechten. Falls doch ein Imker dabei ist, der hört halt weg, und um sich da nicht langweilen zu lassen. Wir haben im Wesentlichen in einem solchen Superorganismus, in einer Bienenkolonie, drei verschiedene Spieler. Da haben wir ein großes Individuum, ein einziges, das ist die Königin. Hat man lange gedacht, das wäre der König, ist aber ein Weibchen. Und diese Königin ist die Mutter sämtlicher Bienen in einer Bienenkolonie, die im Sommer bis zu 50.000 Individuen umfassen kann. 50.000 in einer Kolonie, alles Kinder dieser Mutter. Und jetzt kann man sich leicht ausrechnen, was ihre Reproduktionsleistung sein müsste. Ich habe es Ihnen mal hier so als groben Wert angegeben. Die bekommt jeden Tag etwa 2.000 Kinder. Jeden Tag. Das ist vom Gewicht her etwa der Sechsfache ihres eigenen Körpergewichtes täglich. Das heißt, die muss essen, 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 damit die das einigermaßen hinkriegt. Dann haben wir zu begrenzten Jahreszeiten und in kleinerer Anzahl die Männchen, die Drohnen, die von der Gestalt her schon mal ganz anders gebaut sind als die Weibchen. Sie sehen das an den großen Augen, dass der Sehsinn, mit dem die Königin, die jungfräulichen Königin zur Begattung gefunden werden müssen, dass der sehr ausgeprägt ist. Die sind für die Begattung der Königin zuständig. Jungfräuliche Königin, die wird begattet außerhalb des Bienenstockes. Es findet keine Inzucht bei den Bienen statt, sondern viele, viele Drohnen treffen sich mit vielen, vielen jungfräulichen Königinnen auf einem sogenannten Drohnensammelplatz. Da wissen wir noch gar nicht, wie der festgelegt wird von den Bienen, aber jede Region hat einen solchen Drohnensammelplatz, an dem sie sich dann alle für dieses Geschäft treffen. Das ist für den Drohnen eine sehr heikle Angelegenheit, die Kopulation. Wenn wir uns den Hinterleib des Drohnen ein bisschen genauer angucken, nach dem Akt sozusagen, da sehen Sie, was hier alles ausgestülpt worden ist. Ne? Da kann man nachvollziehen, Silhouette Hinterleib, Hinterleib. Da haben wir eine Blase, in der die Spermien sind und allerhand Haltevorrichtungen. Der Bursche explodiert regelrecht im Flug hinein in die jungfräuliche Königin und dabei stirbt der Drohn. Also der Akt ist für ihn die letzte Sekunde seines Lebens, aber er hat sein Erbgut weitergegeben. Also das ist die Währung in der Evolution. Und dann haben wir die Alleskönnerin,
Das ist die Arbeitsbiene, die für sämtliche Aufgaben im Bienenvolk zuständig ist. Der einzige Organismus, vielleicht von uns Menschen abgesehen, bei dem viele, viele Aufgaben von jedem Einzelnen gelöst werden können. Es gibt keine Dauerspezialisten, es gibt Permanentspezialisten, es gibt temporäre Spezialisten, aber keine Permanentspezialisten. Also alle diese Individuen zusammen bilden diesen Superorganismus, der in der Summe viel, viel mehr ist als eine Addition der einzelnen Bausteine. Jede Menge emergente Eigenschaften, die kreiert werden und die wir uns im Einzelnen noch beleuchten. Dieser Staat, der Bienenstaat, ist durch die Geschichte der Menschheit hin immer wieder Vorbild für Gesellschaftsstrukturen gewesen. Das hier ist eine Abbildung aus Ägypten. Und wenn man sich mal so einen Obelisk anguckt, der oben so spitz zuläuft, da kommen oben erstmal die Götter, werden abgebildet und dann der wichtigste Mensch. Und das ist der Pharao gewesen, symbolisiert durch eine Papyruspflanze und durch eben den Bienen, diesen König. Ne, das war so die Beobachtung. So ein Bienenstaat funktioniert reibungslos, tolle Geschichte, alle sind gleich, aber einer ist ungleich, und offenbar tun die anderen Gleichen alle das, was der Ungleiche will. Also hervorragendes Vorbild für eine Monarchie, die auch dann der Napoleon übernommen hat. Ja, das ist so eine zeitgenössische Abbildung. Napoleon, der in seiner Bescheidenheit sich die Kaiserkrone selbst aufgesetzt hat und hier den Krönungsmantel, und man könnte denken auf den ersten Blick, dass hier Bourbonenlilien abgebildet sind, aber es sind Bienen. Man sieht ein bisschen aus wie die Lilien mit den Flügeln, aber es sind Bienen. Also auch für Napoleon war die Honigbiene das Modell für ein funktionierendes Staatenwesen. Heute, nach einigen Jahrhunderten Studium der Biologie der Bienen, wissen wir, Bienenvölker sind nicht hierarchisch aufgebaut, von oben nach unten, sondern es herrscht Basisdemokratie. Richtig, Basisdemokratie, alle bestimmen, wo es lang geht. Darüber gibt es auch ein schönes Buch meines amerikanischen Kollegen Thomas Healy, Bienendemokratie. Und dieses Vorbild einer solchen extrem komplexen Einrichtung sozusagen geht dann hin bis in moderne theoretische Analysen, selbstorganisierende, komplexe, dynamische Systeme. Ne, da verstehen Sie viel mehr von als ich, aber genau das ist es, was ein Bienenvolk darstellt. Und viele Details aus dem Studium sozialer Insekten generell finden wir in der Technik wieder, also auch IT-mäßig. Ja, also wenn wir uns angucken, wie die U-Bahn in Tokio zum Beispiel organisiert ist, die führerlos ist, da sitzt keiner mehr am Lenkknüppel, sondern die wird halt mit Algorithmen gesteuert, Fuzzy-Logik und so weiter und so weiter, die zum Großteil dem Verkehrswesen der sozialen Insekten abgeguckt sind. Da gibt es ja auch keine Kollisionen, trotz heftigen Gegenverkehr und trotz hoher Verkehrsdichte. Gut, die Honigbienen bauen ihr eigenes Universum. Die bauen ihre eigene Welt, die uns eigentlich weitgehend, den meisten von ihnen bin ich eigentlich sicher, unbekannt ist. Wir kennen die Bienen draußen in der Sonne, an Blumen, aber die gehen nicht deswegen raus, weil sie die Sonne toll finden oder weil sie Blumen schön finden, sondern weil hier drin eine Notlage herrscht. Die Honigbiene ist ein Waldinsekt, die ihre Behausung in hohlen Bäumen findet. Hier der Eingang, und dann wird es eine Höhle geben, etwa in der Größe, und darin wohnen die Bienen und kreieren ihre eigene Welt in einer Intensität und in einer Detailgenauigkeit, die unsere Welt eigentlich, unsere selbstgeschaffene Welt um einiges übertrifft. Was wir hier sehen, ist ein Schwarm, der gerade am Baum hier gelandet ist. Bienenvölker vermehren sich nicht, ich sage es positiv, durch Zweiteilung. Das ist eine sehr ursprüngliche Art der Vermehrung. Teilung, das machen heute noch Bakterien oder einzellige Lebewesen. Und vor etwa
ja, etwa 1 Milliarde Jahre wurde erfunden, dass man Vermehrung eigentlich mit Sex kombinieren kann. Die Bienen gehen den alten Weg. Sex hat hier nichts mit Vermehrung zu tun, und Vermehrung hat ja nichts mit Sex zu tun. Vermehrung ist Zweiteilung der Völker, und ein neues Volk, ein geschwärmtes Volk, braucht schnell eine neue Wohnung. Hier sind die gelandet und werden dann alle nacheinander in diese Höhle hineingehen. Und was Menschen seit jeher interessiert, ist, was passiert da hinter dem Vorhang sozusagen? Was passiert in dieser eigenen Welt der Honigbienen? Die früheste Bienenhaltung durch den Menschen, die wir kennen, im alten Ägypten, das ist eine etwa 5000 Jahre alte Abbildung. Da sind die Bienenvölker hier in Tonröhren untergebracht. Hat den Vorteil, man kann sie transportieren dahin, wo man sie braucht. Und was der Mensch ja auch immer wieder tut, ist, egal was er erfindet, wird auch zu kriegerischen Zwecken eingesetzt. Also das war auch eine hervorragende, beliebte Waffe, bis ins Mittelalter übrigens, wenn man gut gerüsteten Feinden so ein paar Bienenvölker besiedelte Röhren zwischen die Füße wirft, das hat schon einen drastischen Effekt gehabt. Auf jeden Fall Beobachtung war möglich, auch der Aristoteles ist schon diesen Weg gegangen. Man kann hier kleine Fenster reinschneiden, einfach so reingucken, ob man da was beobachten kann. So halten wir heute Bienen, entweder in solchen Strohkörben oder in solchen Holzkisten, wie Sie sehen. Und das ganze Jahr über existiert ein Bienenvolk. Nur im Winter gehen sie ja nicht raus. Also viele glauben, im Winter gibt es keine Bienen oder die machen gar nichts. Stimmt nicht, die sind ziemlich aktiv, aber halt klugerweise nicht außerhalb ihrer Kiste. Und zum Beispiel hier eine Abbildung aus einem französischen Buch von 1740. Sieht man hier zwei Herrschaften an solchen Kästen stehen, in denen Bienenvölker leben. Hier ein kleines Fenster, Klappe ist aufgemacht. Und da kann man eben reingucken, was tun die Bienen da. Und genau so machen wir es zum Teil heute auch noch. Na, also Kästen, in denen Fenster sind, in denen wir Bienen beobachten können. Das Outfit der Wissenschaftler hat sich ein bisschen verändert so im Vergleich dazu. Aber im Prinzip ist es dieselbe Vorgehensweise. Hier 250 Jahre später, der Karl von Frisch, ein österreichischer Zoologe, der auch den Medizinnobelpreis für seine Arbeiten an Bienen bekommen hat. Gleiche Geschichte. Ne? Das ist so eine Behausung, in der Bienen wohnen, mit der Glasscheibe versehen. Etwas, ja, das ist auch nochmal die gleiche Idee. Ich habe sie nur hier reingeflochten, weil ich das ganz spannend finde. Von einem Schweizer Bienenforscher, sehr frühen Bienenforscher, François Huber, der war blind. Der war blind, hat sich aber enorm dafür interessiert, was in so einem dunklen, geheimnisvollen Bienenstock passiert, und hat sehr viele wichtige Entdeckungen gemacht, die heute noch gültig sind. Und seine geniale Idee war, er baut einen Bienenstock, der wie ein Buch aufgeblättert werden kann, Seite für Seite. Und er hatte einen Diener, das war wahrscheinlich der erste technische Assistent der Welt, der halt da sitzen durfte, den Bienen zugucken durfte und halt dem Herrn Huber immer erzählt hat, was er beobachtet hat. Und so kamen diese spannenden Beobachtungen zustande. Und so machen wir es eigentlich heute auch noch im Unterricht mit Studierenden und in der Wissenschaft. Zwei Waben, auf denen ein Bienenvolk lebt, eine Glasscheibe davor. Die Klappe kann man zumachen, wenn man nicht beobachtet. Aber wenn man sich das Ganze vergegenwärtigt, was da eigentlich passiert und dass wir eigentlich auf der Suche nach Erkenntnis, nach Wissen sind, dann stellen wir eine Reihe von Problemen fest. Das erste Problem ist, es sind einfach zu viele Individuen da. Ne? Wie gesagt, 50.000, so unserem eigenen Sinn. Wir können zwei, drei, fünf vielleicht gleichzeitig noch beobachten mit unseren eigenen Sinnen und unserer eigenen Verrechnungsmaschinerie. Aber was da so komplex insgesamt stattfindet, da gibt es also kaum eine Chance des Zugangs. Und das zweite Problem, ich habe es Ihnen ja gezeigt, die Bienen leben eigentlich in dunklen, hohlen Bäumen. Das ist, weiß Gott, kein dunkler, hohler Baum. Das ist einmal, sind die Waben
übereinander angeordnet, für die leichte Beobachtung, nicht nebeneinander. Und zweitens kommt da Licht hinein. Frage ist also, welche Artefakte schaffen wir eigentlich durch die Art, wie wir dieses Problem behandeln? Und ich denke, dass Ihnen da in dem Zusammenhang auch die Schrödinger-Katze aus der Atomphysik bekannt ist, wo man ja auch zeigen kann, dass der Beobachter allein durch seine Anwesenheit und durch die Art, wie er Daten aufnimmt, massiven Einfluss auf die Resultate hat. Also diese beiden Probleme, die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Zu viele sind da und wir stören eigentlich das System durch unsere Beobachtung und glauben, was wir beobachten, ist die Realität, aber vielleicht eben nur ein Artefakt. Gut, also die vielen Bienen, die Menge der Bienen kriegen wir in den Griff, indem wir zum Beispiel individuell markieren. Das hat so um 1900 als allererster ein belgischer Forscher und Schriftsteller, der Maurice Maeterlinck, begonnen. Hat Bienen mit Punkten markiert und konnte sie so unterscheiden und wieder erkennen. Also das ist total deprimierend, wenn Sie vor einem Bienenvolk stehen, das sehen alle gleich aus. Ja, wie soll man die unterscheiden können? Und das machen wir heute auch noch, aber mit den Methoden, die uns heute zur Verfügung stehen. Jede Biene, die auf die Welt kommt, bekommt so einen kleinen RFID-Chip aufgeklebt. Da ist eingeprägt Geburtsdatum und Personalnummer. Und wir können über einen Computer ein Bienenleben lang verfolgen, was uns interessiert. Ne? Also auch ihre sozialen Interaktionen. Wer geht mit wem raus zum Sammeln an die Blumen? Wer kommt mit wem wieder zurück? Also wir machen mit den Bienen schon seit einiger Zeit das, was offenbar mit uns auch veranstaltet wird. Zeige ich Ihnen mal ein paar Ergebnisse, die man da gewinnen kann. Eines zum Beispiel. Wir zählen mit dieser Methode hier nur die Anzahl der Ausflüge der individualisierten Bienen. Und wenn wir noch ein bisschen mehr über die Bienen wissen, zum Beispiel die Lebensspanne, komme ich gleich noch drauf, dann können wir das korrelieren. Und da sehen wir hier so drei Balken. Kurzlebige Bienen haben viel Ausflüge gemacht, langlebige weniger und Bienen, die sehr, sehr lange leben, die sogenannten Winterbienen, noch weniger Ausflüge. Und das Diagramm wurde von meinen Studenten immer sehr gerne interpretiert. Man sieht, wer sein Leben mit Ruhe angeht, dass der also sehr, sehr lange leben kann. Und wer also zu den Aktivisten gehört, dass der eine kurzlebige Biene ist. Man kann das Ganze aber auch noch ein bisschen zeitlich dynamisch entzerren, nämlich gucken, wann, also nicht mehr wie oft gehen die Bienen raus, sondern wann gehen die Bienen raus. Und da sehen Sie hier eine Zeitachse, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, vom August des einen Jahres bis Ende Februar des Folgejahres. Was hier dargestellt ist, sind für drei Bienen die Anzahl der Ausflüge, die sie an jedem Tag gemacht haben. Da haben wir einmal so diese bläuliche Gruppe. Die wurden nicht älter als so. Na, kurzlebige Bienen, dann die gelbliche Gruppe, die kamen hier auf die Welt und dann waren sie ein bisschen fleißig und hier sind sie gestorben. Und dann die langlebige Gruppe, das sind die, die hier fast gar nichts gemacht haben im Folgejahr, diese ja, so braun, dunkelbraunen Linien. Die haben hier noch gelebt, während alle anderen schon tot waren, haben den ganzen Winter durchgelebt und wurden dann im nächsten Frühjahr erst aktiv. Also auch das ist so eine wichtige Dynamik im Bienenvolk im Frühjahr, jetzt ja, muss genügend Arbeitskraft vorhanden sein. Das sind die, die hier fast gar nichts machen, die warten den Winter und dann legen sie los. Und solche Einblicke kann man eben nur durch so eine sehr differenzierte Betrachtungsweise gewinnen. Wir sind einen Schritt weitergegangen. Wir haben im Augenblick laufen drei, eine vierte wird jetzt in Bournemouth in Großbritannien eingerichtet. Ich will mal sagen, Hightech-Bienenstationen. Also um das Problem in den Griff zu kriegen, wir wollen die Bienen nicht stören, während wir sie beobachten und messen. Und die drei Stationen stehen einmal hier an der Ostsee, dann hier in Würzburg, wo wir gerade sind, und hier in Ingolstadt. Das sieht so aus, das hier ist so ein Kasten, in dem Bienen leben, und der ist halt mit allen möglichen Sensoren
ausgestattet, Gewicht und Temperatur und Feuchte und, und. Wir zählen die Bienen, die kommen und gehen hier durch Lichtschrankensysteme. Wir haben Endoskope eingebaut, die Sie vielleicht aus leidvoller eigener medizinischer Erfahrung kennen. Die laufen hier mit einer Lichtwellenlänge, die Bienen nicht sehen können. Für die Biene bleibt es dunkel im Stock. Also wir am Monitor können verfolgen, was da passiert. Das hier ist der Stock bei einem anderen unserer Sponsoren, die übrigens hier auch einiges für das Catering gespendet haben. Schwartau, Marmeladenhersteller, denen ist auch klar, ohne Bienen läuft da gar nichts mehr, was ihr Kerngeschäft angeht. Oder eine dritte Station, jetzt hat er sich aufgehängt hier, das Gerät kann jetzt verwendet werden, wollen wir ja auch verwenden. Wenn ich hier vor so viel IT-Lern sitze, wer kann mal sich darum kümmern, wenn ich hier weiter... Ich brauche die Bilder eigentlich nicht, aber es ist einfach schöner. Jawohl, genau. Oder das ist ein System, was in eigentlich Münster, das ist ein Zweigwerk Audi, der Audi-Werke, die haben das gesponsert, da steht so ein KUKA-Roboter unter einem Bienenvolk, das an der Decke baut. Und das beobachten wir mit sehr verschiedener Technik, unter anderem hier auch mit Wärmekameras. Das ist das ganze Bienenvolk, das glüht hier tagsüber richtig, nachts wird es ein bisschen ruhiger. Das sind schlafende Bienen, diese dunklen Punkte, die ihre Körpertemperatur absenken. Also jede Menge Beobachtungsmöglichkeiten, die Sie auch nachvollziehen können. Alles ist im Netz verfügbar. Einmal unter dieser Adresse und dann gibt es noch eine unter .eu Adresse, live die Videostreams, Daten und das Ganze wird als Datenbanken auch gespeichert, hier im Rechenzentrum der Uni Würzburg kann auch nachvollzogen werden. Ich zeige Ihnen gleich wozu. Ja, diese Endoskope, ganz spannend, also es gibt jede Menge Leute, die das einfach aus Spaß nutzen und beobachten und da kriegt man dann Mails, das heißt, an dem Tag, um die Uhrzeit habe ich was beobachtet, was war das denn? Und da gehen wir in unser Archiv und rufen es auf und sehen, hups, dieser User hier hat eine neue Schlafhaltung der Bienen entdeckt, die war vorher noch gar nicht bekannt. Bienen schlafen ist enorm spannend, Bienen träumen sogar, wenn man will. Spannende Frage, wie kann man das wissen, was Bienen denken, würde jetzt heute hier zu weit führen. Aber was Sie hier sehen, ist, das ist eine Wabenfläche, das hier wäre die andere. Sie können es auf vorherigen Bildern, die Waben hängen senkrecht parallel. Und diese Biene hat sich da so eingeklemmt. Hier die Hinterleibs, der Popo hängt hier an der einen Wabenende und der Kopf auf der anderen Seite. Die Beine machen sie so, wie sie in der Hängematte jetzt im Sommer machen werden. Macht ihr so eine halbe Stunde und dann ist sie wieder fit und kann weitermachen. Also diese Ansatz, dieser Hobbos-Ansatz ist auch ein Fenster für jeden, ne? Ist ein Labor, wenn man so will, bei dem jeder seine Studien und eigene Entdeckung machen kann. Und wir freuen uns vor allem, dass Schulen das auch gut nutzen. Andere Art von Messungen, wir wollen natürlich wissen, was in den hohlen Bäumen sich abspielt, in denen Bienen wohnen. Und da ist der gleiche Ansatz, halt Kurven, die ich jetzt gar nicht weiter deuten möchte. Aber wir messen halt das, was wir in den beimkerten Bienenkästen messen, auch draußen in der freien Natur. Ich will mal ein paar Beispiele zeigen, was wir lernen aus dieser Art von Messungen. Ich hoffe, Sie können das sehen. Das sind Kurven, die sich hier über 3 Tage erstrecken. Erster Tag, zweiter, dritter Tag. In der Mitte eine blaue Linie, ist eine Temperaturlinie bei etwa 35 Grad Celsius. Das ist die Temperatur in der Mitte des Bienennestes. Die Bienen klimatisieren ihr Nest auf etwa 35 Grad Celsius. Enorm spannend, weil es fast unsere eigene Körpertemperatur ist. Warum machen die das? Warum haben wir diese hohe Körpertemperatur, die dafür verantwortlich ist, dass wir ständig am Futtern sind? Leber, Lunge, Milz, Niere funktioniert alles bestens bei tiefen Temperaturen. Die Transplantationsmedizin macht ja davon Gebrauch. Aber nicht unser Kopf. Das Gehirn braucht diese hohen Temperaturen. Und es ist sehr spannend, dass vor allem die Phase, in der das Gehirn einer neuen Biene entsteht, bei der gleichen Temperatur gehalten wird. Also, diese Temperatur in der Mitte. Die rote Kurve mit den extremen Ausschlägen ist die Temperatur des Holzes,
der Kiste, in dem die Bienen wohnen. Stand in der Sonne. Richtig heiß, hier bis 60 Grad hoch, nachts kühl, tagsüber heiß und so weiter und so weiter. Die grüne Kurve ist die Lufttemperaturkurve. Und Sie sehen das Problem. Die Störung, die rote Kurve ist extrem. Die Bienen puffern das alles weg. Das heißt, wenn es hier zu kalt ist, wird geheizt. Machen Heizerbienen. Ich sehe hier ein Bild, auch wieder in der Wärmekamera. Die Silhouette der Biene, ich hoffe, Sie können das erkennen. Ich versuche es mal mit dem Zeigestock, haben wir hier keinen. Da ist vorne ist der Kopf der Biene zu sehen. Dann dieser glühende Teil ist der Körperabschnitt, an dem die Flügel und die Beine hängen. Dann kommt der Hinterleib. Und die Biene kann, und in diesem Mittelteil, an dem die Flügel hängen, sitzt die stärkste Maschine, die eine Biene hat. Das ist ihre Flugmuskulatur. Und was die macht hier, ist, was vielleicht mancher von Ihnen in der ersten Fahrstunde gemacht hat, Vollgas geben und die Kupplung nicht kommen lassen. Und der Fahrer, da gibt dann gute Tipps, wie man da rauskommen könnte. Das kann die Biene auch. Die kann ihre Flügel auskuppeln, ja, und gibt Vollgas und erwärmt sich damit so. Und dann haben wir das andere Problem, wenn es zu heiß ist, muss gekühlt werden, hier, da oben. Das machen Ventilatorbienen. Komme ich nachher auch gleich noch drauf zu reden. Die stehen hier, brummeln mit den Flügeln, ordnen sich an in einer optimalen Anordnung, dass alle zusammen wieder synergetisch einen optimalen Luftstrom hinbekommen. Das heißt, der Abstand zwischen den Bienen ist optimiert, die Ausrichtung ist eh gleich. Die hat es noch nicht so ganz verstanden, aber wird sich noch rumdrehen. Und das können Sie nicht so sehen, weil die Flügel sich eben schnell bewegen, deswegen unscharf sind. Die brummeln alle hier mit ihren Flügeln und kühlen dadurch. Und das kann man auch studieren mit diesem Hobhouse-Projekt. Hier hinten würde der Bienenkasten stehen. Das hier ist die Landeplattform. Das ist der Eingang des Bienennestes, aus dem die warme Luft herausgezogen wird. Das gucke ich mir einfach an. Das sind alles Ventilatorbienen. Den Kühleffekt sehen Sie auch wieder in der Wärmekamera, dass in der Umgebung überall ist schön blau bei diesen, also kühl bei diesen Bienen. Und das kann man studieren. Ne? Also, wo sitzen die Ersten, wo sitzen die Letzten, welche Dynamik entwickelt sich, was passiert, wie lange bleibt eine an einer Stelle sitzen, was passiert an der Stelle, wenn die weggeht, kommt eine andere, die ihre Aufgabe übernimmt. Man kann es auch einfacher noch machen, man zählt nur, wie viele dieser Fächlerinnen sitzen gleichzeitig auf dem Brett, und da sieht man eine ganz spannende Sache. Wieder hier diese Temperaturlinie, die wir vorhin als blaue Linie gesehen haben, und die gelbe Linie als die Temperatur des Holzes. Die beiden Kurven kennen wir schon. Und die blaue Kurve ist die Summe aller Bienen, die zu einer Zeit gerade eben fächeln. Und das ist doch enorm spannend, dass genauso viele aktiv sind, wie gerade gebraucht werden in dem Moment. Nicht mehr, nicht weniger. Die Kurve der Menge der fächelnden Bienen folgt genau der Kurve der Störung, der Außentemperaturen. Ne, also auch da spannende Frage, wie ist das organisiert im Bienenvolk? Könnte man darüber reden, falls in der Diskussion da jemand was wissen möchte. Okay, das ist auch wieder aus dem Hobhouse-Projekt, das sind mal 4 Jahre. Ne? Hohe Temperatur, niedrige, hohe, niedrige, hohe, niedrige. Und Sie ahnen schon, Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter. Betrachten wir uns mal genauer, was die Bienen hier im Winter treiben. Das ist die Abbildung, die Sie in allen Lehrbüchern oder im Internet finden, wenn Sie mal nachschauen, was machen Bienen eigentlich im Bienenkasten im Winter. Das ist ein Längsschnitt durch den Bienenkasten, hier wird der Eingang. Kann ich mir vorstellen, denke ich. Und diese Kurven, diese konzentrischen Zwiebelringe, sind die Isotemperaturlinien. In der Mitte warm, 30 Grad, und nach außen wird es immer kühler. Das ist die Vorstellung, was Bienen im Winter im Stock so temperaturmäßig veranstalten. Komme ich nochmal auf diesen Aspekt der Schrödingerschen Katze zurück. Wenn wir nachmessen, ob diese, sollte man hin und wieder mal überprüfen, ob diese Angaben stimmen, die wir in der Literatur finden, dann sehen wir es im Wesentlichen bestätigt. Wenn wir eine solche Wintertraube, also diese Bienen, die im Winter eng zusammengerückt sind und sich wärmen gegenseitig, messen mit einer Wärmekamera, sehen wir etwa das Bild, wie hier so in der
Schemazeichnung, in der Mitte warm und nach außen immer kühler. Nur das ist der Effekt der Messung. In dem Moment, wo wir diese Messung beginnen, stören wir die Bienen. Die sagen, was kommt da jetzt hier, Thermometer? Es ist ein Stressfaktor für die Bienen und die reagieren, indem sie mehr Wärme erzeugen, aufgeregter werden. Mit dem Hoppers-Projekt sehen wir eine ganz andere Geschichte. Im nicht gestörten, in der ungestörten Dauermessung, hier über, ja, was sind das so, 2, 5, 6 Wochen etwa, Temperaturkurven im niederen Bereich am Rande des Bienennestes im Bienenstock. Und das hier ist im Zentrum die rote Kurve und das ist sehr, sehr interessant. Die sinkt kaum unter 10 Grad Celsius im Zentrum. Also es ist nicht dauernd warm da drin. Kälter werden darf es nicht. Die Bienen ab 10 Grad Celsius werden steif, unbeweglich. Und ab 4 Grad plus sterben die Bienen. 4 Grad plus, das ist eine enorme Temperaturempfindlichkeit. Nicht die ganze Kolonie. Sie können eine Kolonie, die ausreichend Brennstoff hat, ausreichend Honig in eine Kühlkammer hängen, die halten minus 40 Grad aus. Alle. Aber eine stirbt bei plus 4 Grad Celsius. Und Sie sehen, was die Kolonie macht im Winter. Ganz genial effizient. Eine Intervallheizung. Alle 3, 4 Tage heizen sie hoch, hier bis auf 30 Grad etwa, einen Tag lang. Dann lassen sie es wieder runterkühlen, warten ein paar Tage, heizen wieder hoch. Und diese eintägige Heizung ist notwendig, damit sie Energie aufnehmen können. Versuchen Sie mal, 10 Grad kalten Honig zu schlürfen. Also da braucht man schon ein Messer dafür. Und bei dieser hohen Temperatur wird der Honig eben verflüssigt. Also auch das ein Ergebnis dieser neuen Möglichkeiten, die wir haben, eben Bienenkolonien zu hacken. Ich zeige Ihnen ein paar andere Beispiele. Das sind 2 Kurven, auch wieder hier über einen Tag hier. Die grüne Kurve ist die Sonneneinstrahlung gemessen am Bienenvolk. Das Gekrissel sind Wolken und dann geht es manchmal glatt durch. Die rote Kurve ist die Anzahl der ausfliegenden Bienen pro Minute. Und da kann man jede Menge Fragen stellen. Was bewirkt eigentlich am Morgen den ersten Ausflug der Bienen? Ist es die Helligkeit? Ist es die Temperatur? Also hier fliegen die ersten los. Wenn es die Helligkeit wäre, würde ich sagen, also hier so bei 350 Watt pro Quadratmeter Helligkeit, dann fliegen die Bienen aus. Lässt sich überprüfen, als Hypothese. Manchmal passiert es auch, so wie hier, haben wir Glück gehabt, wolkenloser Himmel in Würzburg vor 3 Jahren, während der Sonnenfinsternis. Auch da spannend zu studieren, was machen die Bienen eigentlich während der Sonnenfinsternis. Ja. Man kann auch raus in den Weltraum blicken. Ein amerikanischer Kollege, der leider vor ein paar Monaten verstorben ist, kam auf die Idee, unsere Hoppers-Daten mit NASA-Daten zu korrelieren, die auch im Netz frei verfügbar sind. Daten, mit denen Sonnenwindstärken gemessen werden und halt klar zeigen können, dass die Flugaktivität der Bienen sehr stark von Sonnenwinden auch beeinträchtigt wird. Nicht weiter überraschend, weil Bienen auch sehr empfindlich für Magnetfelder und für elektromagnetische Felder sind. Anderer Aspekt, auch mit der Gemeinschaftsleistung der Bienen, die wir besser verstehen, wenn wir mit aufwendigerer Technik herangehen, Wabenbau. Wabe einer Biene ist ein Kristall. Wie ein Kristall, das ist alles exakt. Die Winkel zwischen den Seitenwänden sind perfekt. Die Wanddicke ist überall gleich, auf 1000stel Millimeter, wie ein Kristall. Das Ganze beginnt, indem die Biene, wenn ich vorhin sagte, die Biene schafft sich ihre eigene Welt, beginnt das mit dem Baustoff, den macht sie selbst. Wir entnehmen unser Baumaterial der Natur. Holz, Mineralien, Steine und so weiter und so weiter. Biene macht das selbst. Das hier ist so eine wachsschwitzende Biene. Ich schütze hier diese paar Schuppen aus. Sehr komplizierte, komplexe chemische Zusammensetzung. Etwa 300 verschiedene chemische Komponenten. Also enorm, enorm komplex. Und die Bienen verändern die Wachszusammensetzung auch angepasst an ihre Umweltbedingungen. Also Bienen, die in Finnland leben, leben erkennbar unter anderen Bedingungen als welche, die in Umbrien im Lavafeld meinetwegen leben.
Und was da passiert ist, was man so als Bild sich vorstellen könnte, wenn ein Handwerker ein Haus errichten muss und dafür die Ziegeln sich zwischen den Rippen rausschwitzt und denen auch noch die Eigenschaften dabei gibt, die an der Stelle, wo das Haus entstehen soll, wichtig sind. Diese Regelmäßigkeit der Zellen hat schon immer Wissenschaftler fasziniert, wie hier den Johannes Kepler. Jetzt habe ich ein bisschen Probleme hier mit Brille und diesem schönen Mikrofon. Wie hier Johannes Kepler, da sieht man so eine seiner Zeichnungen. Johannes Kepler hat geschrieben, die Biene muss einen mathematischen Verstand besitzen. Anders kann er sich nicht erklären, wie man eine solche Geometrie hinbekommt. Die ist sogar genauer, als der Kepler messen konnte. Diese Winkel hier zwischen den Wänden stimmen auf die Bogen Minute. Kepler konnte nur Grad messen, immerhin. Ja, also hat der Kepler recht? Haben die Bienen einen mathematischen Verstand? Und da hat uns ein bisschen geholfen, eine Untersuchung, die wir vor ein paar Jahren hier in Würzburg mit südafrikanischen Kollegen gemacht haben. Hier sehen wir den Rand einer solchen Wabe. Im Grunde genommen eine zeitlich eingefrorene Sukzession. Das hier sind die jüngsten Zellen. Die sind eine Stufe älter, noch älter, noch älter. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir, die neu gebauten Zellen sind gar nicht sechseckig, die sind rund. Und die werden eckiger, je älter sie werden. Was passiert da? Da hilft uns wieder die Wärmekamera. Das hier ist auch wieder so der Wabenrand. In der Mitte sind die Zellen fertig und hier werden sie gebaut. Und Sie kennen jetzt diese Art der Falschfarbendarstellung schon aus vorherigen Bildern. Was hier passiert, ist Folgendes. Die Bienen beginnen die Zellen rund anzulegen, wenn man hier so sehen kann. Ja, das hier ist so ein Einblick. Auch der Boden ist rund. Ne? Das sind keine drei Rhomben, die da gebildet werden. Und in diese Zellen, während die runden Zellen in die Höhe gebaut werden, gehen da hinein Heizerbienen. Die erwärmen das Wachs. Und Wachs hat sehr spannende physikalische Eigenschaften auch, die dazu führen, dass zwischen diesen runden Wachszylindern das passiert, was zwischen zwei Seifenblasen passiert, die sich in der Luft treffen. Da gibt es sofort eine brettebene Wand und da wird auch niemand sagen, die Seifenblasen haben einen mathematischen Verstand, dass sie das so genau hinkriegen. Aber es ist einfach diese Erzeugung dieses biologischen Kristalls, bedingt durch physikalische Eigenschaften des Wachses und der Fähigkeit der Biene, Wärme zu erzeugen. Und am Ende möchte ich Sie jetzt noch auf eine abrundende Ergänzung unseres Hobbes-Projektes hinweisen. Wir wollen eine Stufe weitergehen nun. Also weg von diesen wenigen einzelnen teuren Standorten, sondern in die Fläche. Das Projekt nennen wir V4B. Das können wir angehen, weil wir die Audi Umweltstiftung dafür als Gründungspartner gewonnen haben. Die Basis sind standardisierte Art der Bienenhaltung, ganz einfach, auch für Nicht-Imker. Wir haben dafür eine Anleitung entwickelt. Da brauchen wir im Jahr nur drei Eingriffe und dann läuft das Ganze. Das hier mit Technik, mit Minicomputern. Und da sind eben auch zwei meiner Würzburger Kollegen sehr stark beteiligt hier. Und ja, diese Stöcke erlauben dann zu messen, jede Menge Faktoren, die da auf eine App gegeben werden, wie man das halt heute so macht. Und davon bauen wir ein Netzwerk auf. Am Ende soll es ein weltweites Netzwerk sein. Wir beginnen jetzt erstmal in Deutschland, Luxemburg, Schweiz, kleine Länder, Liechtenstein ist auch dabei. Und aus diesen Netzwerken werden dann Daten gewonnen, die allen möglichen Zwecken dienen sollen, bis hin am Ende sogar Erdbebenvorhersage. Das mag Ihnen komisch vorkommen, aber ich kriege nach jeder größten Erdbebenkatastrophe Mails von Imkern aus der Region, ob das Fukushima oder Mexiko oder Mittelitalien ist. Die schreiben, ich habe das Tage vorher schon an meinen Bienen gesehen, dass da was passieren wird. Aber das ist so ein diffuser Eindruck, ne? So wie ich einen von Ihnen vielleicht ansehen könnte, dass es ihm nicht gut geht, aber ich könnte nicht genau sagen, woran ich das festmachen kann.
Ja, und diesen diffusen Eindruck, den wollen wir halt auf eine solide Basis, Datenbasis stellen. Auch deswegen sammeln wir diese ganzen Daten. Und das Ganze wird eben dann auch eingesetzt in der Schule. Da werden diese Projekte sehr, sehr gerne genommen. Also in Ihrem Fachgebiet, denke ich mal, Informatik, wenn in der Schule große Datenmengen, die Behandlung großer Datenmengen bearbeitet werden soll, dann werden gerne Börsendaten genommen, finden die Kinder total spannend. Oder Fußballtabellen, das finden die Mädels eher ätzend. Bienen finden die alle toll. Also es gibt nicht wenige Schüler, Schülerinnen, die nutzen auch hier unsere Livestreams als Bildschirmschoner, weil da immer irgendwas los ist in diesem Bienenvolk. Okay, also dass die Kinder sowohl eben hier am Computer, Smartphone, Laptop, sonst was diese Projekte bearbeiten können, aber auch dann richtig hier die Hände anlegen und die Natur eben nicht nur hier am Bildschirm erleben. Ja, ich bin durch, bedanke mich sehr für das Interesse und die Aufmerksamkeit und stehe gerne, Zeit haben wir noch, deswegen habe ich mich ein bisschen beeilt, weil ich hoffe, dass vielleicht ein bisschen was an interessierenden Fragen kommen könnte, dass wir in eine Art Besprechung oder Diskussion einsteigen könnten. Gibt es da Interesse? Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Ich gebe Ihnen mal das Mikrofon einfach weiter. Das geht nicht um die Akustik hier drin, sondern um die nebenan. Ja. Also mich würde interessieren, wir haben ja jetzt gesehen, so einzelne Bienen, die werden vielleicht ein paar Wochen alt, vielleicht auch ein paar Monate. Wie sieht es denn mit der Königin aus? Wie alt kann die werden? Kann ja hier reinsprechen. Die Königin ist das längst lebende Individuum im Bienenvolk. Die kann 4, 5, 6 Jahre alt werden. Hängt davon ab, wie lange der Spermienvorrat reicht. Also die Bienen machen, die Königin, die jungfräuliche Königin macht einen einzigen Hochzeitsflug. Bei dem wird sie begattet von bis zu 20 Drohnen. Nicht, weil einer nicht genügend Spermien hätte, sondern damit eine genetische bunte Mischung zustande kommt. Ja, also ein Bienenvolk, habe ich Ihnen ja gesagt, alle Bienen sind die Kinder der Königin, aber die haben verschiedene Väter. Das heißt, es gibt Vollschwesterlinien, die haben alle die gleiche Mutter und den gleichen Vater, aber untereinander Halbschwesterlinien. Und diese Arbeitsbienen, die werden im Sommer 3, 4 Wochen alt, die im Winter leben, habe ich Ihnen ja gezeigt, einige Monate. Die Königin etwa 4, 5, 6 Jahre, bis der Spermienvorrat zu Ende ist. Das sind so über den Daumen etwa 6 Millionen. Also eine Königin bekommt im Laufe ihres Lebens etwa 6 Millionen Kinder. Die könnte länger leben, aber wenn sie keine Spermien mehr hergibt, dann kriegt sie nur noch Söhne. Das ist ein total verrücktes System. Die Geschlechtsbestimmung bei den Bienen funktioniert so, dass besamte Eizellen werden Weibchen, nicht besamte werden Männchen. Und da steckt eine unwahrscheinlich feine Maschinerie dahinter. Also da kann man als Mikro- und Nanotechniker nur neidisch werden, wie das geschafft wird, ein Spermium zu einer Samen, zu einer Eizelle durchzulassen, um ein Weibchen zu erzeugen oder ein Männchen. Wenn ich das jetzt so sage, klingt das so, als ob die Königin bestimmen könnte, wie die geschlechtsmäßige Zusammensetzung im Bienenvolk aussieht. Ne? Ob sie ein Spermium zur Eizelle gibt oder nicht. Aber es ist nicht so. Auch hier bestimmt das Volk insgesamt. Die Männchen, die erinnern sich an das erste Bild, sind ein bisschen dicker als die Arbeiterinnen. Das heißt, die Zelle in der Wabe, in der das Männchen entsteht, muss ein bisschen größer sein. Und die Zellen baut das Volk. Das Volk baut die Zellen, so viele Männchen brauchen wir, so viele Weibchen brauchen wir. Und die Königin muss dem folgen. Die steckt den Hinterleib in eine Zelle, merkt, aha, die ist ein bisschen größer, kein Spermium dazu, Ei abgelegt, wird ein Sohn im Mann oder eben dann ein Weibchen. Und wenn der Spermienvorrat zu Ende geht, macht sie nur noch Männchen. Die kann ja keine Weibchen mehr machen, kann keine Eier mehr besamen. Und wenn es zu viele Männchen werden, kriegt das Volk das mit und dann wird die Königin, hat dann keine guten Karten, wird dann eine neue Königin gezogen. Ja.
Können wir das Mikrofon der Fragenden weiterreichen? Dankeschön. Stereo. Sie hatten vorhin kurz vorgestellt, dass es ja Bienen gibt, die quasi mehr rausfliegen, also aktiver draußen sind und dadurch aber irgendwie vielleicht kürzer leben und dann andere Bienen, die vielleicht nicht so viel draußen sind und länger leben. Weiß denn die Wissenschaft oder die Bienenwissenschaftler, woran das denn liegen könnte? Also gibt es irgendwelche Faktoren, die das bestimmen? Also was bringt eine Biene dazu, mehr rauszugehen? Also gibt es da eine Aufgabenverteilung vielleicht? Und als zweite anschließende und letzte Frage von mir, was machen denn die Bienen eigentlich im Winter in dem Bau so alles? Ja, also da gibt es unglaubliche Rückkopplungen. Die Eigenschaften eines jeden Organismus sind eine oder basieren auf Erbgut, was wir genetisch mitbekommen, und Umweltfaktoren. Und eine immer stärker auch wieder ins Bewusstsein kommende Aspekt ist die Umwelt. Die wurde lange in der neueren Biologie vernachlässigt, allein durch die Begeisterung über Genomsequenzierungen, ja, alles im Erbgut. Umwelt ist enorm wichtig. Epigenetik heißt das Stichwort. Und die Bienen bestimmen, das Volk bestimmt epigenetisch die Eigenschaften ihrer Schwestern. Bienen backen ihre Schwestern, wie sie brauchen. Im nahezu wahrsten Sinne habe ich ja erzählt, dass im Brutnest diese ca. 35 Grad Celsius eingestellt werden. Und da macht unter Umständen ein halbes Grad oder ein Grad Celsius Unterschied aus, ob die Biene, die da entsteht, langlebig oder kurzlebig wird. Und diese Temperatur ist keine zufällige Schwankung, das machen die Bienen, ja, der Bienen insgesamt. Und das nimmt, diese Epigenetik nimmt schon ihren Anfang an der Königin-Entstehung. Eine Königin kommt nicht als Prinzessin auf die Welt, die wird gemacht. Die Larven, Bienen machen eine Entwicklung durch, wie sie von Schmetterlingen kennen. Raupe, Puppe, Schmetterling. Und hier Larve, Puppe, Biene. Und die Larven sind erstmal... Da gibt es keine Königinlarve, die wird gemacht durch das Futter, das sie bekommt. Also in dem Moment, wo die alte Königin entsorgt wird, wird eine neue gezogen, indem eine Larve oder zwei Larven dieses Spezialfutter ein Leben lang dann bekommen und so die Königin entsteht. Also wie gesagt, das ist diese Epigenetik, die Bienen bestimmen das selbst. Ja, das Erbgut ist die Plattform, auf der viel gespielt werden kann, aber die Bienen bestimmen, welcher Sektor jetzt dann wirklich umgesetzt wird. Und was machen Bienen im Winter? Alle drei Tage wird die Zentralheizung angeschmissen. Die Königin beginnt so im Februar etwa schon mit der Eiablage. Das kann man auch bei diesem Hopper schön sehen, weil dann diese Kurven, die ich Ihnen gezeigt habe, diese Peaks, die bleiben dann oben stehen bei 35 Grad, im Februar schon. Ja? Und dann wissen Sie, die Königin, vielleicht kriege ich das sogar nochmal zurück. Mal kurz gucken, das funktioniert noch alles soweit. Dann wissen Sie, die Königin hat angefangen, da wollte ich noch, hier. Ne? Also wenn es dann hier oben stehen bleibt, wissen Sie, die Königin hat angefangen, Ei abzulegen, wenn Sie gucken, wann das war. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, glauben Sie mir jetzt mal, das war so Februar etwa. Ne? Ja. Also Bienen verlassen eigentlich auch im Sommer nur den Stock aus einer Notlage. Die gehen nicht raus, weil draußen die Natur so schön ist. Nur weil im Stock Not herrscht. Es wird Materie gebraucht und Energie. Also vielleicht haben wir unseren Globus bald so ruiniert, dass nur ein Hauch einer Überlebenschance als Kolonie auf dem Mars meinetwegen gibt. Und da müssen wir uns ja auch unter einer Glasglocke einrichten. Unter der unsere Lebensbedingungen herrschen. Aber einige der Pioniere müssen ab und zu raus. Da muss Energie reingeschafft werden und Materie. Und genau nur deswegen fliegen die Bienen aus ins gefährliche Leben. Im Stock ist ein Paradies, alles da. Draußen ist es wirklich gefährlich. Deswegen sind die Bienen, die ausfliegen, die Seniorinnen, nur die Alten. Die Jungen bleiben im Stock, die Alten gehen raus. Die Bienen machen das wirklich unwahrscheinlich klug, biologisch gesehen. Die Alten haben das Leben weitgehend hinter sich. Also wenn die jetzt noch Risiken ausgesetzt werden, Spinnen, Wespen, Vögel, die fressen, nicht so schlimm.
Wir Menschen sorgen dafür, dass sich unsere Jungen gegenseitig totschießen, in der Regel noch vor der Fortpflanzungsperiode. Also biologisch das Allerblödeste, was man überhaupt machen kann. Senioren in den Krieg, das wäre eigentlich biologisch, biologisch sinnvoller. Aber das hat eine Konsequenz, auf die jemand wie ich in meiner Altersklasse sehr neidisch werden kann. Bienen werden schlauer, je älter sie werden. Nicht in Form von Wissen oder Weisheit, das nehmen wir für uns ja auch in Anspruch, aber lernfähig. Je älter eine Biene wird, desto lernfähiger wird sie. Also als ob es mir jetzt keine Probleme machen würde, Chinesisch zu lernen. Ja? Und man kann das auch anatomisch sehen, man kann die mit Feinmethoden, die es da heute gibt, die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen zählen, Synapsen sagt man, und die nehmen zu, je älter eine Biene wird. Ja? Also das einzige Lebewesen, bei dem das der Fall ist. Bei uns geht es also ab dem 17. Lebensjahr schon etwas bergab. Ja, bitte. Danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, gibt es irgendwie Erkenntnisse zum einen, wie Bienen eigentlich Informationen weitergeben an ihre Schwestern, was denn zu tun ist? Und zudem auch, ist es 1:1 oder wird es irgendwie durch das ganze Bienenvolk durchpropagiert und wie funktioniert da eigentlich die Kommunikation, weil das auch so IT-mäßig auch ja. Das Nächste ist eigentlich, wie da durch, bei so vielen Teilnehmern Informationen ausgetauscht werden. Also wenn Sie die wesentlichen Details wissen möchten und ich nehme an, die Frage zielt dahin, die ich Ihnen bieten könnte, nicht wegen mir, sondern wegen der Fülle des Wissens, da müsste das Programm über das Wochenende hier umgestellt werden. Aber ich kann ein paar Punkte versuchen, mal rauszugreifen. Einmal, Staaten bilden die Insekten und Bienen an erster Stelle kommunizieren über alles ständig. Jede Biene muss wissen, was sie wann, wo und wie erledigen muss. Nicht-staatenbildende Insekten, das sind 99,9% der existierenden, kommunizieren nur über die Fortpflanzung. Partnerfindung und sonst interessiert da gar nichts. Hier das Alltagsgeschäft. Alle Probleme werden gemeinsam gelöst. Da wissen wir eigentlich nur, was wir mit unseren technischen Möglichkeiten beobachten können. Ja, also je mehr, angefangen von dem blinden Herrn Hubert, der sich hat erklären lassen, was man da sieht, bis zu dem, was wir im Augenblick machen können, mit RFID-Chips und dann eben ja, Big Data-Analyse und Deep Learning, was da so alles meine Kollegen an der Uni beherrschen, die sich dann mit diesen Daten auseinandersetzen. Also unser Rüstzeug sozusagen bestimmt, was wir wissen. Und das Bild, das wir uns von den Bienen machen, ist nach wie vor sehr grob schlechtig. Da fehlt enorm viel, zum Beispiel die ganze chemische Welt. Also es gibt feine chemische Analysemethoden, ganz klar. Sie können ja wie in der Kriminalistik jedes Molekül irgendwo finden. Aber wie kommunizieren Bienen draußen im Feld auch chemisch? Das ist ein Riesenproblem methodisch. Ja. Gut wissen wir Bescheid, was im Stock stattfindet. Da ist es dunkel. Also Optik spielt da als Kommunikationsmedium keine Rolle. Aber die Mechanik, Schwingungen, die Waben. Die Waben, Bienen bauen ein regelrechtes Telefonnetz. Ich versuche gerade mal das eine Bild schnell zu finden, was da vielleicht geeignet wäre zur Erklärung. Ja, sagen wir so. Diese Kanten der Zellen bilden ein sechseckiges Maschennetz, so wie die Netze, die an Fußballtoren hängen. Und dieses Netz insgesamt ist eine von seinen mechanischen Eigenschaften abgestimmt auf die Botschaften, die die Bienen schicken. Bienen erzeugen auch wiederum mit ihrer Brustmuskulatur Schwingungen, die über die Beine an diese Zellränder übertragen werden. Ja? Und da breiten sich dann Schwingungen aus in bestimmten Frequenzfenstern, mit bestimmten Dynamik auch. Das ist im Detail so spannend, dass sich da zum Beispiel auch Architekten für interessieren, die Hochhäuser bauen, die erdbebensicher sein können, sollen, weil das hier Mini-Erdbeben sind, die hier stattfinden, von den Bienen erzeugte, mit ganz, ganz aufregenden Folgen. Das sind keine einfachen Störungen, die sich da abspielen, sondern es sind bestimmte Regionen, die sich stark bewegen und anschließend in Ruhe bleiben. Also das würden wir in einem Hochhaus eine Ebene opfern,
da kommen halt mehr Kartons rein, da sitzen keine Leute, da bewegt sich unheimlich und alles andere bleibt stabil. Also solche Einsichten können wir da auch gewinnen. Also im Stock, Schwingung essentiell, draußen eher der Sehsinn, mit Sicherheit ganz viel Chemie, über die wir fast nichts wissen. Ich bekomme gerade signalisiert, 5 Minuten Zeit hätten wir noch, die wir entweder zum Frischluftschnappen nutzen können oder für einen langen Beifall oder... Vielen Dank.